Hi, ich bin Melanie Retzler von Business mit Struktur und in diesem Video zeige ich dir, wie du mit der Decision Matrix umgehst, um dein perfektes CRM zu finden. Okay, die Decision Matrix ist eine Excel-Tabelle, wie du sie hier so siehst. Was ich gemacht habe, ist erstmal die Kundenanforderungen in gewisse Kategorien einzuteilen. Ja? Kundenverwaltung, Kommunikation, Kalender, Kommunikation, Aufgaben, dann geht es hier weiter, Auftragsabwicklung, Kundenservice und so weiter. Und jede Kategorie hat unterschiedlichste Anforderungen und die Auswahl oder die Anforderungen an einen CRM-System können ganz, ganz unterschiedlich sein. Das heißt, das ist erstmal ein guter Start. Du musst dir aber trotzdem überlegen, ob du selber noch Anforderungen an dein CRM-System hast, die hier nicht aufgeführt sind. Ja, das ist einfach eine sehr individuelle Geschichte, wie du dein Business aufgebaut hast. Und deswegen brauchst du wahrscheinlich auch sehr individuelle Anforderungen an dein CRM-System. Das sind aber die häufigsten, die ich für dich identifiziert habe. Dann nicht jede Anforderung wird eine gleiche Wertigkeit für dich haben. Deswegen habe ich hier eine Gewichtung eingebaut. Das heißt, du kannst pro Anforderung erstmal eine Gewichtung hinterlegen. Das heißt zum Beispiel, die erste Anforderung wäre, dass man bei deinen Kontakten deren Bild, deren Foto oder deren Logo hinterlegen kann, dass du weißt, wie diese Person aussieht oder sowas, ja. Und nehmen wir mal an, das ist jetzt eine Anforderung, die dir total wichtig ist, dann könntest du da, sagen wir mal, wir nehmen eine Skala von 0 bis 10, wenn dir das überhaupt nicht wichtig wäre, dann würdest du eine 0 oder eine 1 eintragen, wenn dir das total wichtig wäre, dann trägst du jetzt, sagen wir mal, eine 8 ein, ja. So, und dann prüfst du quasi das erste CRM auf diese Funktionalität und du siehst, okay, bei dem CRM kann man das richtig gut machen, das gefällt dir richtig gut, deswegen bewertest du das auch wieder in der Skala von 0 bis 10. Wenn es richtig super ist, dann geben wir dem Ganzen eine 9. Ja? Und jetzt rechnet er die Gewichtung mit der Bewertung zusammen und dadurch kommt diese gewichtete Zahl von 72. Und was du hier siehst, hier werden auch die Summen ausgerechnet, nämlich in der Summe wird nachher der Gewinner ausgerechnet, der die höchste Punktzahl hat, ist das Beste, am besten geeignete für dich als CRM. Gehen wir einfach mal weiter. Das zweite CRM hast du bewertet und da ist diese Funktion nicht, sie ist auch da, aber sie ist nicht ganz so schön ausgeführt, deswegen kriegt es nur eine 5, deswegen gibt es hier nur 50 Punkte. Genau, so funktioniert das Ganze. Ein kleiner Tipp, ich würde das so machen, ich würde die einzelnen CRM nicht parallel bewerten, sondern ich nehme mir eine Woche, schaue mir oder 3 Tage oder so, schaue mir ein einziges CRM an und gehe alle meine Anforderungen durch und bewerte die. Und dann lasse ich das erstmal liegen, kriege erstmal den Kopf frei und dann nehme ich mir vielleicht die nächste Woche, nehme ich mir das zweite CRM vor und bewerte das. Weil intuitiv verliebt man sich manchmal in ein CRM. Und hier geht es ja eigentlich darum, sehr objektiv zu sein. Ne? Wenn du eine Funktionalität irgendwie bei einem CRM ganz, ganz toll gefunden hast, dann intuitiv bewertest du dann alles irgendwie viel besser. Deswegen ist es gut, wenn du dir zwischen den Bewertungen wirklich Zeit lässt. Oder was du auch machen kannst, was völlig legitim ist, dass du von anderen Leuten, von unterschiedlichsten Leuten die CRM-Systeme auf die Anforderungen bewerten lässt. Ja? Das heißt, du kannst dein CRM bewerten, ein Mitarbeiter von dir kann ein CRM bewerten und dann kommt wirklich, wird das CRM anhand der Punktzahl gewählt und nicht anhand einer kleinen Funktionalität, in die du dich irgendwie verliebt hast. Ja? Genau, also versuch's mal gerne diese Decision Matrix anzuwenden, damit du dein ideales CRM herausfinden kannst, was das ist und dann vernünftig implementieren kannst.